Hi Leute und willkommen zurück zu Elden Ring. Da mich der Riese gerade so ein bisschen nervt. Ich war schon ein paar Mal kurz davor, den zu besiegen. Aber er mit seinen 1000 Damage-Hits nervt mich gerade sehr, sehr gewaltig. Habe ich beschlossen, erstmal noch ein bisschen anderen Stuff zu machen. Von den Sachen, die uns halt noch von dem Licht gezeigt werden. Und das heißt, wir werden mit euch hier diesen Weg praktisch in der Nähe der Akademie lang gehen. Ich war da zwar schon mal komplett durch, aber weil ihr den Weg nicht gesehen habt, werden wir den jetzt nehmen. Genau hier hinten war ja der Drache. Hier war das eine Feuer und ich bin einfach hier nur dran vorbei. Hier ist ein Turm, wo man Schildkröten suchen muss und dafür kriegt man einen Magieslot mehr. Und dann kannst du hier halt drüber weg. Hier, warte, hinter uns. Da sitzt ein Schmiedriese. Hier ist eigentlich eine Wand. Könnt ihr wegschlagen. Und dann könnt ihr hier durch. Also so meinte ich das nicht. Sorry. Aber davor ist ein bisschen Ruin mit so ein paar fiesen Magiern. Also da muss man aufpassen. Am besten durchreiten, Wand wegschlagen und sich das Licht holen, bevor man sich den Magiern widmet. Dann begegnet man hier so einem netten Riesen. Braved. Bei dem man auch so ein bisschen shoppen kann. Und zwar Dunkelschmiedesteine. Ich glaube, Dunkelschmiedesteine waren für Bögen oder so. Oder für was waren das? Ja, genau. Für meinen schwarzen Bogen zum Beispiel sind die Dunkelschmiedesteine. Also für ein paar Items, nicht für alle. Aber wenn man welche braucht, kann man sich die hier holen. Ja. Und wir wollen jetzt da hinten rein. Ja, wir werden da nur ein bisschen durch. Gibt es ein paar magische Leute, die nicht mögen, dass wir da reingehen, deshalb. Also ja, man geht hier an der Außenwand lang, bis man vorne hinkommt. Sorry. Auch Knochen für Heile. Gar nicht hier geguckt, ob hier noch mehr ist. Oh, hier ist mehr. Das habe ich zum Beispiel gar nicht gecheckt, ob hier wirklich mehr ist. Das ist nice. Hält das auf? Hält das auf, habe ich gesagt. Danke. Dass wir noch ein paar kleine Runen braucht, da könnt ihr nachgucken. So. Immer nachtrinken. Und ja. Oh.
hier wäre dann euer erstes Licht. Ihr könnt auch fast gerade drauf zureiten. Also irgendwann ist es nicht mehr so genau und man kann fast gerade drauf zureiten. Das ist dann eigentlich kein Problem mehr. Problem ist, hier drin ist das Reitchenverbotchen. Und da sehen wir so einen netten Händchen, wie wir in der Kanalisation bei Lane Bell schon gesehen haben. Und die sind böse. Die sind sehr böse. Natürlich gibt es Loot links und rechts. Wenn ihr dran vorbeigehen möchtet. Ein paar Loot sind aber auch so Traps, wo die Hand unter dem Loot ist. Und wenn ihr euch den Loot schnappt, schnappt euch die Hand. Mega nervig. Aber nach ein paar Mal weiß man das. So, wie gesagt, ich habe auch noch nicht alles. Was hab ich jetzt? Mal gucken. Also ich sehe keine Spur. Aber es könnte jetzt sein. Auch eine große Hand kommen. Dir schneide ich die Fingernägel. Au, nicht du mir, ich dir. Ja. Guten Tag. So. Ich habe die Magie erwähnt, ne? Und ja, die Händchen können Magie benutzen. So. Lässt du das? Kann ich... Nein. Ich wollte gucken, was mir das jetzt gegeben hat. Mach das doch langsamer. Ja, und so eine Gegner sind halt hier. Also wirklich die kompletten Nervgegner des Todes. Ach nee, das hatte ich weggenommen. Also ich bin, als ich durchgelaufen bin, links lang. Das ist halt hier noch. Ja, ja. Lass mich in Ruhe. Ich sag, lass mich in Ruhe. Er zwingt mich, ne? Ich hole einen Bogen. Ich schwöre. So, wo war das? Bleibst du stehen? So. Ein bisschen Magic. Ein bisschen Loot. Auf what the fuck. Und hat kein Talent. Also eine Resistenz gegen Magie und Frost. Mhm. Mhm. Könnte gegen den Riesen sogar ganz gut sein. Ja.
Ich gehe wieder um. Ich drehe wieder um. Ich gehe mit dem spielen. So. Lass mich in Ruhe. Gut. Hier wollte ich gucken. Geht das auf? Nein. Es geht nicht auf. Es geht nicht. Ja, muss ich wahrscheinlich oben irgendwo rum. Oder hier ist vielleicht noch was. Wir suchen hier die Hexe. Was ist das? Die Hexe, die uns die Beschwörungsglocke gegeben hat. Da scheint auch nichts zu sein. Okay. Wie kommt ihr auf Ideen, dass ihr mich anspringen dürft? So, jetzt müssen wir gucken. Irgendwann hier wird's richtig gefährlich. Es war hier. So. Tag, hallo. Hier war, genau, hier war ein Diener von dem ganzen Haus. Hier können wir rein. Haben wir das nächste Licht. Genau, und wir sind halt jetzt rechts lang gegangen. Man kann auch links lang gehen, da ist genauso. Da sind genauso versteckte Hände im Boden, die einen graben, das ist genauso Loot. Genau, das da oben habe ich noch nicht gelootet. Da kommen wir vielleicht heute hin. Ja, und jetzt kommt so ein Todesrun-Ding. Hier werden überall Geister spawnen, die uns hassen. Verständlich. War das hier? Ich glaube, irgendwo hier hinten habe ich auch noch nicht gelootet, aber ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Chillt. Let's go. Wenn wir Pech haben, laufen wir auch mitten in welche rein. Hier wegen den Armbrustidioten, den Schild. Hier kann sie auch irgendwo runterdroppen, genau. Später. Und ich glaube, hinter einer dieser Säulen lag auch Loot oder so. Ja, das Schild funktioniert halt nicht nach hinten, ne? Geister gehen eigentlich, wenn man die nicht ja alle auf einmal gegen sich hat, dass irgendwie einer im Nahkampf kämpft und drei
fangt von hinten an auf einen zu schießen. Sondern wenn alle vor einem sind und man kann in Ruhe kämpfen, dann geht's. So. Jetzt. Hier könnt ihr, ne, natürlich hier so aktivieren, damit die Leute rufen könnt. Ich weiß gar nicht. Gehen hier. Summons. Ja, böser Wolfi, der hat uns schon gesehen, der wartet nur darauf, dass wir einen Schritt mehr machen. Da ist ein Wolfi, da hinten habe ich einmal eine Drenne herbekommen. Da ganz hinten um die Ecke ist nochmal ein Wolfi. Ganz toll, uff. Ich glaube, man sieht da hinten, wenn man da zur Kante hingehen würde, dass da hinten unten nochmal Loot liegt. Ansonsten muss gar nicht so gucken. Komm her. Los. Ach, es war wirklich. Joa. Da hinten liegt natürlich auch Loot, wo der Wolf rumlungert. Ich glaube, einmal Loot habe ich geholt von da. Das andere Loot habe ich liegen gelassen. Ja, können wir gucken. Ich glaube, einmal habe ich liegen lassen, einmal habe ich geholt. Oder es war ein Stück weiter. Genau, hier lag irgendwo ein Ding. Da hier ist ja nur der Wolf und einmal schon rangerannt. Jetzt hier. Tod sein Großvater ist da. Um euch mitzunehmen. Und das hört da nicht auf. Das geht hinten links und rechts sind noch mehr Treppen, wo das weitergeht so. Da oben ist nochmal Loot. Also wer da nochmal sich hintrauen möchte. Muss aber hinten rechts rum an den Typen vorbei. Man kann aber hier so, wenn man ganz sneaky ist und es schafft, darüber zu springen, dann kann man die Idioten umgehen. Heißt zwar nicht, dass da keine Gefahr ist, aber es geht jetzt. Bei mir zumindest. Jetzt müssen wir gucken. Ich glaube hier hinten hoch. Dann steht da nochmal ein Gegner. Dann sieht man. Da. So. Genau, wenn man zu dem anderen looten möchte. Ne, das ist weiter oben. Das heißt, man müsste da hinten hoch, rum und dann da runter droppen. Ihr seht hier, ja, Magier, so ein kleiner Riese. Mit einem Magieschwert. Sieht man daran, dass er so einen Kristall hat. Ja, lassen wir die in Ruhe. Also wirklich einfach in Ruhe lassen. So. Hier wird es ein bisschen tricky. Das sind stärkere Gegner. Und seht ihr, den Loot habe ich noch nicht mal. Hier kommt ein Bosskampf. Ja, lass mal. Ich muss hier noch mal was gucken. Dann hier war ich noch nicht. Ach, du bist das. Das ist scheiße, wenn man nicht wegrollen kann, ne? Für dich. Genau, hier war irgendwo. Kannst da runter jieten, kannst dann da schräg runter jieten und dann soll man angeblich irgendwo ankommen. Ist da nochmal so ein Pott? Ich weiß ja nicht, ob das ein Gegner ist. Wir gucken mal, bist du anvisiert?
Ja, dann nicht da noch so ein bisschen Loot. Werden wir später machen. Wir probieren. Ja, wir probieren den Boss. Würde ich sagen. Haben wir. Haben wir. Genau, zum anderen Lu. Zum anderen. Nee. Hinten der andere Loot. Okay, ich habe einen neuen Bogen. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Sneaky, sneaky, sneaky. Das soll nicht stören. Nur auf der Durchreise. Sieht man den jetzt nicht, weil Dings davor ist? Ja, da könnte man zum anderen Nut. Ich höre schon wieder so einen Käfer. Wo ist denn der? Steht nicht hier, ne? Nee, ich höre ihn hier an der Wand. Das kann sein, auf der anderen Seite der Wand ist. Ja. Mal schauen. Also das letzte Mal war ich kurz nach dem Akademie-Ding hier, weil halt das Licht hierher gezeigt hat. Mal gucken. Ich glaube nicht, dass wir ihn vergiften können. Das wäre zu nice. Ich glaube, ihr wisst jetzt, warum man ein Magieschild bekommt. Eben noch zwei. Ah, ich war zu langsam beim Trinken. Ist aber machbar. Besonders wenn wir eine Ablenkung haben. Und wenn wir gleich zwei Ablenkungen haben mit Pfeil und Bogen. Zwei Pfeilen, zwei Bogen pro Ablenkung, sollte das doch sehr, sehr schnell gehen. Nicht auf mich kannst du lernen. Danke. Oh, wie auch sein. Jetzt. Tja, gegen wen kämpfst du jetzt, ne? Gegen mich oder die? Nein, 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 jetzt muss ich es abbrechen. Schade.
Kannst du noch weiter auf sie schießen? Komm, schieß. Zieh aggro. Sehr schön. Lorettas Großbogen und Kriegsasche Lorettas Schnitt. Sehr nice. Ein paar leichte Bosse, die wir auch schaffen. Und wir haben bekommen 10.500. Reicht für nichts, aber okay. Kann ich verstehen. Kriegsasche. Nö, ne, das ist jetzt nichts. Das von ihr muss man das. Nö, musst du auf sowas auch nicht. Du hast sowas. Was brauchst du? 26 Weisheit. Das so mal angucken. Ja, pfuff. Das. Für Stangenwaffen und Doppelklingen. Das ist für Speere. Also, es kann sein, dass wir vor kurzem jemanden mit einem plus 7 Speer getötet haben. Aus Versehen. Ups. Immer eins zu kurz. Wo ist der? Wir haben von Patches seine komplette Ausrüstung bekommen. Das war der hier, ne? Einfach Speer. Genau. Ah, da. Macht eine Weisheitsskalierung draus. Magischer Speer. Ui. Sicker Move auf jeden Fall. Kann man wahrscheinlich nicht auf den Blitzspeer aus Leandell packen. Ist auch nichts. Ja, alle. 2E und eine Deeskalierung. Uff. Ganz dickes Uff. So, weiter geht's. Genau.
Wir hatten gehört, dass irgendwas hinter der Mauer ist, ne? Also wahrscheinlich hinter der Mauer ist. Ja. Da. Ich tu da. Eisige Waffe. Oh, wir können Eis auf die Waffe verzaubern. Ich weiß, dass ich heiß bin, aber danke. Wisst ihr, war ich noch nicht mal. Ich bin halt nur von der anderen Seite zum Schloss rumgegangen, weil ich halt beschossen wurde. Habe ich das Feuer gar nicht. Ist denn hier irgendwas? Wenn natürlich oben gleich weiter. Nur lauter und Dotter, ich verstehe, ich gehe. Ich möchte nicht in euren Club, danke. Nein, die brauchen wir nicht. Ich brauche keinen Akku verlieren. Reicht so. Nochmal. Sorry. Mich runtergeschlagen, das Biest. Ich brauche zwar Knochen, aber keine von Bambi. Im Moment noch nicht. Drumherum liegt nichts. Und okay, ist zu. Hallo? Ist das fliegende Hündchen auch oder sehe ich nur das? Lauft. Ja, wir müssen das fliegende Hütchen umgehen irgendwie. Das scheint. Ah. Ist nicht cool. Kriegsasche, Frostnebel. Okay, man bekommt hier Eisstuff. Obwohl es eigentlich ein Eisland gibt. Ich dachte eben, weil er mir so nachgestampft ist, ich... Ach, nochmal? Ey, langsam.
langsam bist. Du bist Heilung nur, ne? Genau, du warst nur Heilung. Zum Glück. Du bist auch zu. Aber du hast den Weg. Vielleicht kommen wir oben. Oh, hier ist Loot. Schwarze Wolfsmaske. Oder hab ich. Ist das das Ding, was man im Ladebildschirm sieht? Dieser Wolfstyp, ist das seine Maske? Ja, ich will da, glaube ich, hoch. Ah, da ist ein Hühnchen davor. Verpassen. Denn wir haben ja hier schon mal einen Boss gemacht. Ja. Geh mal gucken. Einfach gechillt hier durch. Es wäre nichts. Wissen von nix. Ja. Ich glaube, er hat mich gesehen. Ich glaube, er schießt mit. Irgendwas. Auf mich und das Pferd. Du Monster. Machen das alle Drachen? Bin ich umsonst immer vor Drachen weggelaufen? Also der war jetzt natürlich schwach, klar. Aber hauen alle Drachen so ab? Hallo, Soldatin? Meine Marionettenschützen, wo seid ihr? Lol, ich hab gedacht, der wäre schwach. Ich war auch fast tot, hab ich gar nicht gesehen. Große Klappe gehabt gerade. Nein, aus. So. Hallo. War nichts. Turm. Easy peasy, einfach. Moment, warum kann ich mit dem Mount hier durch? Soll das so? Weg. Gib mir Loot. Nein. Okay. Aussichtsturm. Loot vielleicht? Nö. Ja. Gehen wir hoch. Ja. Gucken, ob sie hier wirklich ist. Oder ob das einfach nur so wie so ein Loot-Turm ist. Und ja, guck, da ist sie doch.
Oh, again we cross paths. I believe I said my name was Renna when last we met. It pleaseth me to see Torrent hale and hearty, but tarnished. What business hast thou here? I have no memory of inking thee an invitation. No reason in particular thou claimest. Yeah. Intriguing. Then mayhaps fate hath steered thee to this reunion. Wilt thou enter into my service? I am the witch Rani. I stole death long ago, and search now for the dark path, that I might one day upend the whole of it, and rid the world of all that came before. Well, has that roused thy interest? I see. A choice well made. Thou art a rare sort. Not many would have accepted the offer, but I require as much of those under my command. I anticipate good work from thee. Good. Then I ask we proceed with haste. There is, in my service, a half-wolven warrior. I would have thee join him in searching for the hidden treasure of Nokron. The Eternal City. I have called for Blythe to greet thee below. Ah, and there wilt thou find E.G., my war counselor. Heed not their peculiarity. I am sure the others will be doing just... Okay, also mehrere Leute dienen ihr und wir jetzt auch. Irgendeiner hat versucht, darüber zu springen und ist gestorben. Weil... Und da... Hä, liegt da was? Okay, wir sollen also für sie irgendwas suchen. Mit irgendwelchen Typen reden. Ach, sind das... Oh ja, komm. Das sind wahrscheinlich dann die Typen in den anderen Türmen, ne? Ja, dann machen wir hier weiter im nächsten Part. Ciao, Leute.